Ja, Robert, bei uns beiden geht es jetzt darum, um die sogenannte öffentliche Daseinsvorsorge. Du bist ja Bundestagskandidat deiner Partei hier für den Unterbezirk Münster. Und ja, was fällt eigentlich alles so unter die öffentliche Daseinsvorsorge? Ich glaube, dass das vorhin in dem Beitrag von Gerd Jocksch ja schon sehr gut deutlich geworden ist. Er hat ja die Stadtwerke angesprochen, die für uns wichtig sind bei Stromversorgung, bei Bussen, bei Wasser. Er hat das Thema Abfallversorgung angesprochen. Aber ich glaube, man muss auch den Begriff sehr viel weiter sehen. Also es geht nicht nur darum, uns sozusagen mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, sondern ich würde sagen, öffentliche Daseinsvorsorge, das sind auch soziale Einrichtungen, das sind auch kulturelle Einrichtungen, das sind auch Bildungseinrichtungen, das gehört auch alles dazu, weil ohne das funktioniert eine Stadt und funktioniert eine Gesellschaft nicht. Also das heißt eigentlich, ist es alles betroffen. Es sind die Schulen betroffen, die Bildungseinrichtungen, es sind die städtischen Hallenbäder betroffen. Ja, eigentlich alles, was der Stadt gehört. Ja, ich glaube, Politik ist gut beraten, wenn sie öffentliche Daseinsvorsorge so weit fasst, weil es gute Gründe gibt, diese Einrichtungen auch zu schützen und zu sagen, es gibt gute Argumente dafür, warum die auch in öffentliche Hand gehören, warum sie nicht den Gesetzen des Marktes unterworfen sein sollen, weil wir sonst manchmal Schieflagen erleben sozusagen. Nehmen wir das Beispiel Bildung, wo Bildungsschranken durch Gebühren errichtet werden. Nehmen wir das Thema Wasser, wo plötzlich wir unsere Umweltstandards nicht mehr einhalten können. Das ist, glaube ich, alles viel zu wichtig und viel zu wertvoll, als dass wir sagen, wir schmeißen das auf den Markt. Ja, es gibt ja das gute Beispiel aus Portugal, die ja zum Teil ihre Wasserversorgung verkaufen mussten aufgrund der Austeritätspolitik der EU und wo also in einigen Gemeinden das Wasser, erst war es ein bisschen preiswerter und dann sind die Preise auf einmal um 400% gestiegen. Und liebe Leute, wollen wir das? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Strom und Wasser ist eigentlich auch ein Menschenrecht in der heutigen Zeit. Ja, ohne beides geht es nicht. Das braucht man zum Leben, zum vernünftigen Leben. Also hast du da vollkommen recht, Strom und Wasser braucht jeder, insofern muss das eigentlich auch ein Menschenrecht sein, ja? Ja, jetzt sind wir ja natürlich heute hier, um uns gegen CETA zu wehren. Jetzt habt ihr ja so einen Bundesvorsitzenden, der sagt mal ja, der sagt mal nein, der sagt er vielleicht. Kann man da irgendwie eine Richtung mittlerweile irgendwie absehen, in welche Richtung es geht? Also ich glaube, als erstes muss man mal feststellen, es ist plötzlich wieder Bewegung in der Sache. Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst der vielen, die nicht nur innerhalb der SPD, sondern die hier jetzt auf der Straße von außen Druck machen und da die Kritik sehr lauthals formulieren. Das finde ich, muss man auch mal positiv sagen. Wir haben nicht mehr diese völlig absurden privaten Schiedsgerichte drin. Das ist sicherlich ein kleiner Erfolg. Ich sage nicht, dass das reicht. Ich bin der Meinung, wir brauchen gar keine Investitionsschutzregelung in so einem Freihandelsabkommen. Das ist die Position der SPD Münster. Das halten wir für überflüssig, weil wir in Kanada und in Deutschland vernünftige Gerichte haben. Die könnten Streitigkeiten beilegen. Da muss man nicht für Investitionen, für Leute, die investieren wollen, für Unternehmen Sonderregelungen schaffen. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass wieder Bewegung in der Sache ist. Wenn ich nach Österreich gucke, wo der sozialdemokratische Bundeskanzler gesagt hat, also so wie es jetzt auf den Tisch liegt, geht es nicht, dann ist das, sind das doch alles gute Zeichen und ich glaube, das ist auch ein Verdienst der kritischen Bewegung. Jetzt war aber die Frage, was ist jetzt nun mit meinem Parteivorsitzenden? Ja, das ist so ein bisschen das Problem. So richtig wissen wir es auch nicht. Der Kurs Richtung Parteikonvent von Sigmar Gabriel ist ja nun der, zu sagen, in der jetzigen Form hat es nach wie vor Schwächen, da sind Dinge unklar formuliert und deswegen muss man da nachbessern. Ich glaube, dass das gut ist, dass er das so sagt, dass er nicht sagt, es ist alles prima, so wie es ist, aber ich würde es noch kritischer formulieren. Also es geht nicht ohne handfeste Nachverhandlungen, da nützt auch nicht die eine oder andere Klarstellung, sondern es müssen manche Dinge grundsätzlich geändert werden. Der Negativlistenansatz gefährdet die öffentliche Daseinsvorsorge. Den Investitionsschutz habe ich angesprochen, da bin ich der Meinung, das Kapitel gehört da eigentlich raus. Und selbst Juristen sagen, es sind so viele unklare Rechtsbegriffe darin, dass wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, das ausgeht wie das Hornberger Schießen, man weiß es vorher nicht, das ist viel zu wichtig dafür, als dass man da mit solchen Unklarheiten und Fragezeichen in so ein Abkommen reingeht. Ja, das habe ich gerade gehört, es geht um Nachverhandlungen. Aber ich finde zum Beispiel Nachverhandlungen und eine vorläufige Inkraftsetzung, das schließt sich absolut aus. Da bin ich deiner Meinung. Also es muss erst nachverhandelt werden und dann eventuell, wenn das Ding dann wirklich, naja, ich sag mal, menschlich ist, solidarisch ist und für einen fairen Welthandel steht, dann können wir sagen, ist okay, dann können wir so ein bisschen mit so einem Freihandelsabkommen oder besser gesagt mit so einem Fairhandelsabkommen eventuell leben. Aber so wie das Ding jetzt gestrickt ist, und da bitte ich euch auch mal ins Internet zu gehen und sich einfach nur die ersten 20 Seiten durchzulesen, da steht schon das meiste drin,
wo es einem wirklich schlecht wird bei. Und ich habe das erste Mal gelesen, da habe ich gedacht, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich naja könnte. Und das ist wirklich der absolute Ausverkauf unserer Demokratie. Und ich denke mir, Robert, du gibst mir auch recht, wir müssen endlich auch sehen in Europa, dass wir von diesem Europa des Kapitals wegkommen, sondern wieder mehr zu einem Europa der Menschen werden. Weil sonst können wir uns Europa auch wirklich sparen. Und wenn es wirklich immer noch Leute gibt, die meinen, diese gesamten Freihandelsabkommen, wir haben ja schon endlich, wir haben ja viele mit dem globalen Süden, und wenn es immer noch Leute gibt, die meinen, diese Freihandelsabkommen hätten eventuell dann doch nichts mit der Fluchtbewegung zu tun, da muss ich wirklich sagen, die Leute sollen mal ein bisschen besser nachdenken. Jo. Deine Meinung? Ich kann dir da nur zustimmen. Also gerade was dein Appell angeht, dass wir eine andere europäische Politik brauchen, ich glaube, das hat der Brexit uns nochmal ganz klar vor Augen geführt. Wenn wir in Europa nur den Eindruck haben, dass es da um Unternehmensinteressen geht, dass da sozusagen nur die Frage ist, wie können wir möglichst großen Markt schaffen und weniger staatliche Regulierung haben, dann ist das der falsche Weg. Wir haben in Europa so viele Probleme, wir müssen zu einer sozialeren und solidarischeren Europapolitik kommen. Wenn ich mir die Jugendarbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern angucke, dann erwarte ich doch, dass man in der Europäischen Union sagt, wir investieren jetzt auch. Wir investieren in Wachstum und Beschäftigung, weil das uns auch am Ende viel teurer kommt, wenn wir hinterher sozusagen nur die Notprogramme für die südlichen Länder finanzieren müssen. Da ist es doch besser, vorzubeugen und zu sagen, wir nehmen öffentliches Geld in die Hand, damit der Beschäftigung entsteht, damit der Wachstum entstehen kann. Das ist eine Europapolitik, die ich mir wünsche. Ich glaube, durch den Brexit sind einige in Europa aufgerüttelter als vorher. Das ist jetzt eine Chance, die muss man nutzen. Die Antwort kann auf keinen Fall sagen, wir machen jetzt weniger Europa. Ja, wir brauchen, wie gesagt, ein Europa der Menschen. Ne? Also wir brauchen ein Europa, was solidarisch zusammensteht und was auch zum Beispiel in einer Flüchtlingsfrage solidarisch zusammensteht. Das finde ich unheimlich wichtig, weil hier geht es um Menschen. Und wenn ich habe vorhin beim Anfang schon gesagt, wenn ich mir da die Parolen der AfD anhöre, dann wird es mir schlichtweg schlecht. Und wenn ich lese im AfD-Programm, wie die Arbeitnehmerrechte beschneiden wollen, da wird es mir noch schlechter. Also da wird für den kleinen Mann absolut gar nichts getan, aber trotzdem wird er komisch von dem kleinen Mann gewählt oder von der kleinen Frau. Und ich glaube, da müssen auch alle etablierten Parteien endlich mal dran arbeiten, dass sie die Leute auch mal wieder abholen und nicht immer nur reden, sondern es muss auch in Deutschland in der Sozialpolitik was passieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, das hängt alles zusammen. Das ist alles ein globales Thema. Und deswegen ist es halt unheimlich wichtig, sein Gesicht auch gegen CETA zu zeigen, weil CETA spielt auch in der Friedenspolitik eine Rolle. CETA spielt eigentlich in allen Bereichen des täglichen Lebens eine Rolle. Und ich hoffe, und ich bin der Letzte, der sagt, da ist auch einfach die Hoffnung stirbt zuletzt, und ich hoffe, dass der Konvent sich eindeutig gegen die vorläufige Kraftsetzung ausspricht. Und dass dann nicht wieder Leute umknicken, die meinen, wir können jetzt eine Parteikarriere machen, indem wir unserem Sigi in den Hintern kriechen. Auch wenn der sagt, und er hat ja schon ein paar Lautbahnen lassen, er tritt dann zurück, wenn da nicht zugestimmt wird. Nun ja, dann soll er das machen. Vielleicht erspart das der SPD den absoluten Niedergang. Und sie kann sich ja auch eventuell wieder reformieren. Das wird die Zukunft zeigen. Aber wie gesagt, euch viel Glück, und ich finde gut, dass der SPD-Unterbezirk hier in Münster auch bei uns im Bündnis kräftig mitarbeitet, uns unterstützt. Und ich finde es auch gut, dass die SPD-Basis sich dagegen auflehnt, dass von oben nach unten durchregiert wird. Und deswegen sage ich einfach, die brauchen auch unsere Unterstützung, und das ist wichtig. Wir können nicht ein ewiges SPD-Bashing betreiben, das bringt absolut gar nichts. Danke, Robert. Lieber Gutwin, danke für die freundlichen Worte zum Schluss. Die Unterstützung können wir gut gebrauchen. Danke. Viel Erfolg euch.